dass unsere Soldaten, wenn sie jetzt an diesem oder an jenem Teil der Ostfront zur Offensive antreten, keinen Pardon mehr kennen und keinen Pardon mehr geben. Jene Divisionen, die jetzt schon zu kleinen Offensiven angetreten sind, in den nächsten Wochen und Monaten zu großen Offensiven antreten werden. Werden in diesen Kampf hineingehen wie in einen Gottesdienst. Und wenn ihre Gewehre schultern und ihre Panzerfahrzeuge besteigen, dann haben sie nur ihre erschlagenen Kinder und geschändeten Frauen vor Augen und ein Schrei der Rache wird aus ihren Kehlen emporsteigen, vor dem der Feind erblassen wird. Greifen wird den 15-jährigen Hitlerjungen angetreten zu sehen auf dem Marktplatz, des eben erst befreiten Laubahn mit dem eisernen Kreuz auf der Brust. Es soll mir niemand sagen, wir haben keine Chance mehr. Ich bin der Überzeugung, wenn wir den Krieg führen, denn jedes Haus eine Festung, jede Stadt ein Bollwerk, jedes Herz ein uneinnehmbarer Schützengraben wird, ich bin der Überzeugung nicht nur, dass wir den Feind zum Stehen bringen, sondern dass wir den Feind wieder in die Steppe zurückjagen, wo er hergekommen ist und wo er hingehört. Darum stellen wir das Reich unter das Gesetz der Front. Wenn Friedrich der Große nach seinen furchtbaren Niederlagen von Kolin und Kunersdorf das getan hätte, was eine feige Umgebung und ein wankelmütiger Hof ihm rief, dann wäre er nicht der Große geworden, sondern er wäre mit seinem Hause und mit Preußen und ebenso auch mit seinem Namen gescheitert. Friedrich der Große siegte nicht dadurch, dass er seine Feinde niederschlug, sondern er siegte dadurch, dass er von ihnen nicht niedergeschlagen werden konnte. Das Ergebnis dieses Sieges war dann Preußen als Großmacht und als Keimzelle des kommenden Reiches. Und deshalb kann ich gerade auf diesem heiß umkämpften Boden nur an Sie alle Männer und Soldaten, die ihr von der Front hierher gekommen seid, eure toten Kameraden noch vor Augen und über den Rundfunk an alle im ganzen Reich, auch vor allem an die Soldaten der Westfront, nur die eine Forderung richten: stehen bleiben mit ihnen. Der Feind ist zu schlagen. Er fällt über uns mit der Übermacht seines Materials her. Dann müssen wir ihm die Übermacht unserer Moral entgegensetzen. Müssen, wenn wir das Material nur in geringerem Umfang zur Verfügung haben, es so tapfer, so klug, wenn es Not tut, so listig einsetzen, müssen ihm schlagen, wo wir es schlagen können. Wir dürfen ihm keinen Schritt ohne Blutverlust gönnen, müssen entgegentreten auf den Feldern, in den Wäldern, in den Städten, in jedem Haus, in jedem Häuserblock, bis er sich den Kopf endgültig blutig gerannt hat. Und so wie der Führer die Krisen der Vergangenheit bewältigt hat, so wird er diese bewältigen. Ich bin fest davon überzeugt. Noch vorgestern sagte er mir, ich glaube so fest daran, dass wir diese Krise bewältigen werden. Und ich glaube so fest daran, dass wenn wir unsere neuen Offensivarmeen hineinwerfen, dass wir den Feind schlagen und zurückjagen werden. Und ich glaube so fest, dass wir eines Tages den Sieg an unserer Fahnen heften werden, wie ich je in meinem Leben an etwas fest geglaubt habe.
Reichsminister Dr. Goebbels sprach in Görlitz und an der niederschlesischen Front zu Schlesiens Freiheitskampf.